im Moment geht es darum, dass wir uns mit so einem kollektiven Verlust konfrontiert sehen, dass jede Menge Arten verloren gehen, dass wir sehen, dass das Leben, so wie wir das geführt haben in den letzten 30, 40, 50 Jahren, so nicht weitergehen kann. Und für viele Menschen ist es ein großer Trauerprozess, zu sehen, was in der Natur verloren geht. Und ich habe diese unglaubliche Dankbarkeit dafür, dieses Dach über dem Kopf zu haben, dass immer was zu essen da ist, für die Menschen, die mich begleiten in meinem Leben, all das. Das ist wirklich so ein genuiner Zustand, der aber auch damit zu tun hat, dass ich das so bewusst habe, hat damit zu tun, dass ich sehe, wie viel gerade zerstört wird in der Welt. Und das ist gleichzeitig die Stimmungslage, dass ich immer erschüttert bin. Also es ist gleichzeitig Dankbarkeit und Erschütterung über das, was gerade passiert und das, was mir aber im Moment noch zur Verfügung steht, an Möglichkeiten zu gestalten. Mhm.